Wir starten heute mit unserer Quo Vadis-Reihe, um in den kommenden Wochen und Monaten uns intensiv an dieser Stadt darüber nachzudenken, wie man Baden-Badener Kommunalpolitik besser machen kann und was man in der Zukunft tun muss, damit die nächsten 5 Jahre besser laufen als die vergangenen 5 Jahre. Heute wollen wir beginnen mit dem Thema Welterbe und Stadtplanung und wen könnten wir Besseres dazu begrüßen als Herrn Wolfgang Niedermeyer. Herzlich willkommen, lieber Herr Niedermeyer, Sie als ausgewiesener Experte für das Architektonische in dieser Stadt und Vorsitzender des Vereins Stadtbild. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Sie haben ja zu Recht das Projekt UNESCO-Welterbe-Antrag an die Spitze dieser Veranstaltung gesetzt. Denn Sie haben, meine Damen und Herren, ja alle gelesen, dass in Paris die beteiligten Städte diesen Antrag jetzt unterschrieben haben. Und im Jahr 2015 gab es dann eine zweite Fachtagung, die auch hier stattfand. Wieder, wo sind die Grundlagen? Was zeichnet diese Stadt aus? Wissenschaftliche Betreuung vom Landesdenkmalamt betrieben hat. Liebe Bürgerinnen und Bürger, die FDP Baden-Badens wird sich in den kommenden Wochen und Monaten mit den verschiedensten kommunalpolitischen Themen beschäftigen. Wir wollen ein Fazit ziehen der bisherigen Kommunalpolitik und wir wollen mit Ihnen zusammen gemeinsame neue Wege finden für unsere schöne Stadt.